Es ist sehr wichtig, dass wir wissen, was der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat bezüglich des Koran. Es gibt eine Ayah, liebe Geschwister, Allah azzawajal sagt, diejenigen, die glauben und ihren Glauben nicht mit Al-Dhulm vermischen. Dhulm, was bedeutet Dhulm eigentlich allgemein? Ungerechtigkeit vermischen. Das sind diejenigen, die Sicherheit haben werden und das sind die Rechtgeleiteten. Als die Gefährten des Propheten Muhammad s.a.w. dieses Wort Dhulm gehört haben, in dieser Ayah, das heißt, sie sagten zum Propheten Muhammad s.a.w., wer von uns hat denn nicht bereits seinen Glauben betrübt mit Dhulm? Wir haben alle eine Art von Ungerechtigkeit in uns. Werden wir jetzt keine Sicherheit haben? Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, es ist nicht gemeint, was ihr denkt. Vielmehr ist der Schirk gemeint, denn habt ihr nicht gehört, was Luqman gesagt hat? Er sagte, wahrlich, der Schirk ist ein großes Unrecht. Also was bedeutet Dhulm hier? Schirk. Und sogar die Sahaba radiallahu anhum, die mit dem Propheten Muhammad s.a.w. waren und das beste Arabisch gesprochen haben, wären irre gegangen in dieser Fragestellung, wenn der Prophet s.a.w. es ihnen nicht erklärt hätte. Mafhum? So ist die Sache. Und wir haben die Ayah genannt, die, durch die die Khawarij irre gegangen sind. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ خَالِدِينَ فِيهَا. Und derjenige, der Allah und seinem Gesandten zuwiderhandelt, was haben wir gesagt, was bedeutet hier zuwiderhandeln? Ist das hier eine normale kleine Sünde? Eine normale Sünde? So, dass er für ewig ins Höllenfeuer geht? Nein. Was hier gemeint ist, ist Schirk. Ebenfalls Schirk. Obwohl, Mayasi heißt derjenige, der sich widersetzt, kann auch Sünde sein. Aber hier heißt es Schirk. Und deswegen bitte achtet auf eine Sache. Wenn ihr im Koran liest, es kann sein, dass ein Wort in einer Ayah eine andere Bedeutung hat, als dasselbe Wort in einer anderen Ayah.